Ich hatte in einem der letzten Videos die dreiachsigen Umbauwagen von Märklin vorgestellt und habe es nun geschafft, die passende Lokomotive dafür zu bekommen. Von Märklin die 3072 und die Baureihe 212. Meiner Ansicht nach eine völlig perfekt passende Lokomotive, zumal diese Wagen damals in den 70er Jahren, wo ich das auch noch draußen bei uns hier auf der Strecke gesehen habe, mit dieser Lokomotive prinzipiell unterwegs waren. Andere Lokomotiven haben sich auf unsere kleine Nebenbahn hier draußen überhaupt nicht verirrt. Und deswegen finde ich, dass diese Kombination auf der Modelleisenbahn auch perfekt passt. Das Modell, was ich ersteigern konnte, müsste die dritte Variante sein, gebaut von 1981 und 82. Ich habe hier einen älteren Katalog gefunden, da ist eine Preisliste drin, da muss sie damals so um die 115 D-Mark gekostet haben. Und ich selbst habe jetzt 60 Euro dafür bezahlt. Die Lokomotive ist schon ausgestattet mit einem Delta-Decoder, den 6080er von Märklin. Dieser erkennt den analogen Betrieb ganz automatisch. Der Decoder hat allerdings mehrere Nachteile. Das heißt, zum einen ist es so, dass er im analogen Betrieb überhaupt keine Lichtsteuerung hat. Im digitalen Betrieb kann man das Licht dann ein- und ausschalten und wechselt mit der Fahrtrichtung. Und der zweite Nachteil ist, dass er im Digitalbetrieb dermaßen ruckelig und ungleichmäßig fährt mit dem Delta-Decoder, dass ich auf einen Digitalbetrieb hier komplett verzichte. Und da ich ja die beiden Stromkreise hier bei mir auf der Anlage getrennt habe, war es jetzt kein Problem, die Lokomotive auf dem inneren Stromkreis einfach mit dem analogen Transformator zu steuern und dann fährt sie ganz normal wie jede andere analoge Lokomotive auch. Hier habe ich die Lokomotive dann zusammen mit der Schachtel mal fotografiert. Was ich nicht feststellen konnte, ob dieser Digitaldecoder prinzipiell von Werk schon eingebaut war oder ob er nachträglich eingebaut wurde, weil ich habe weder im Katalog was gefunden, noch ist auf der Packung oder irgendeiner Beschreibung was vermerkt. Deswegen kann ich das jetzt hier leider nicht mehr nachvollziehen. Ich habe dann mal hier ein Bild aus dem noch älteren Katalog abfotografiert, denn da hat Märklin noch so ein paar Grundinformationen zu den Lokomotiven immer mit abgedruckt. Und da haben wir hier eine Lokomotive von ca. 12 Meter Länge, 63,2 Tonnen Dienstgewicht, leistet ungefähr 1350 PS, die hydraulisch durch Gelenkwellen auf die vier Achsen in den zwei Drehgestellen übertragen werden. Und um die Zugkraft des Motors hier optimal auszunutzen, hat die Maschine wohl ein Zweiganggetriebe bekommen. Das heißt, im kleineren Gang hat die Lokomotive wohl die größere Zugkraft, aber nur 65 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Und im größeren Gang läuft sie 100 Stundenkilometer. Und diese Gangwechsel konnten wohl nur im Stehen durchgeführt werden. Hier habe ich dann nochmal ein Katalogbild aus der Zeit, wo mein Modell wahrscheinlich gebaut wurde. Und da ist es leider so, dass Märklin nur die Modellbeschreibung drin hat und auf weitere Informationen, zumindest in diesen Katalogen, komplett verzichtet. Und hier habe ich dann erstmal die Kombination nachgestellt, so wie ich sie aus den 70er Jahren auf unserer kleinen Nebenbahn hier noch kenne. Das heißt, nur die Lokomotive, zwei kleine, kurze Wagen hinten dran. Im Sommer wurde dieser Zug so gut wie überhaupt nicht genutzt. Fuhr morgens zweimal und abends zweimal bei uns hier hinten durch. Dagegen im Winter, wenn dann da draußen ein bisschen Schnee gefallen ist, waren diese beiden Wagen natürlich komplett überfüllt. Es war dann immer wieder die Rede davon, dass die Strecke eingestellt wird. Im Winter war dann davon keine Rede mehr. Jeder hat sich über den kleinen Zug gefreut, dass er nicht über die glatten Straßen mit dem Auto oder mit dem Fahrrad rutschen musste. Und im Sommer ging die Diskussion wieder von vorne los. Und dann hier die Kombination, wie ich sie jetzt auf meiner Eisenbahn hier fahren lassen kann. Dadurch, dass ich vier von den Wagen habe, kriegen wir wesentlich mehr von den kleinen Personen da rein und haben den Zug im Grunde genommen hier auf das Doppelte verlängert. Ich denke mir mit dieser Lokomotive eine wirklich schöne Kombination. Ich lasse jetzt hier noch ein paar Runden fahren und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen.
So, das war es dann von mir mit meiner kleinen Baureihe 212 von Märklin, die 3072. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder irgendwelche Informationen von euch das Ganze ergänzen könnten, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich trage das dann da unten nach. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt's wieder mehr und bis gleich.